Hallo zusammen. Es geht mal wieder weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen. So, nach längerer Pause habe ich mal wieder richtig Lust auf Ghost Recon Breakpoint. Ich weiß natürlich, dass sich in dem Spiel aktuell nichts mehr tut und ich außer hier die Fraktionsansätze und eventuell noch Parades auf Golem Island nicht großartig mehr spielen kann. Aber trotzdem habe ich mal wieder Lust, so ein bisschen hier auf der Map rumzulaufen. Es tut sich ja einiges auf der Map, ist mir so aufgefallen. Also in vielen Gebieten, vor allem in Wohngebieten, entstehen neue Häuser, es werden Gebäude abgerissen. So, wo ist denn jetzt hier mein... Das ist am Auge. Oh, Top Mountain. Ach, da in der Mitte blinkt schon, da habe ich in zwei in einem Lager, Gott. Dann nehmen wir nochmal Camp Weasel. Und Red Weasel, ja, das ist gar nicht schlecht hier. Das sind relativ interessante Wolflager und dann das große Katastrophenschutzgebiet. Ja, das könnte interessant und etwas länger dauern. Also interessant werden, etwas länger dauern. Wollen wir es anders? Nehmen wir doch den und Spawner mal hier hin. Ubi hat ja leider erklärt, dass an Breakpoint nicht mehr viel passieren wird. Die Server sollen ja weiter gepflegt werden. So, wir sind unten tun. Die ganze Basis sauber. Ja gut, das ist hier. Oder? Ja, die ganze Basis säubern. Das ist hier in dieser Basis nicht ohne. Denn Camp Weasel ist relativ stark bewacht. Es kommt noch ein bisschen auf den Einsatz drauf an. Ja, ich höre schon die vielen Drohnen. Ja. Und das ist ein Wahnsinn für einen, nehmen wir es mal, popligen Fraktionseinsatz. Oh, nicht so weit, nicht so weit. Nochmal, komm. Scouten. Wollen wir erstmal die Sniper wegholen, den Bunker da unten. Keiner hat was gesehen. Den Sniper wegholen. Da ist kein Sniper da drüben. Ein Geschütz, Gott. Interessiert mich nicht. Drohne, Drohne. Den armen Putzi da hinten, den lasse ich natürlich jetzt nicht frei. Da oben ist noch einer. So, dann sind erstmal die Highground-Jungs weg. Jetzt ja, muss ich mir die Leute so wegholen, dass die Drohnen möglichst nichts mitkriegen. Noch ein Bunker. Auch sehr ungewöhnlich. Ach, da war noch einer dahinter, wie doof. Ja, jetzt haben sie mich. Mist. Nö. Solange die Drohnen, ich wollte gerade sagen, solange die Drohnen nicht losfahren, alles gut. Ja, ich merk's. Ich merk's, Jungs. Ja. Na, lauf nur mit euch jetzt immer vor. Weil die Drohne genießt hier. Dafür, dass das hier ein bisschen. Drohne aktiv. Dafür, dass das hier nur so ein popliger Fraktionsansatz ist. Kommt mir das bald vor wie so ein Haupteinsatz. Boah, sehr gut. Alter! Wahnsinn! Das sollte schaden. Ein Schatz wurde beschädigt. Mach weiter so. Ja, komm. Sicher geht's.
Warte. Aufpassen! Da kommt Gesellschaft! Wir wollen dich identifizieren. Noch ein Punker. So, die Drohne hat keinen Dach mehr. Wäre jetzt nützlich gewesen. Dafür, dass das hier nur PvE ist, also... Langsam machen wir Fortschritte. Viele Minigun auch, muss ich sagen. Weil die Drohnen sind jetzt alle kaputt. Glaube ich mal weiträumig außen rum. Sehr gut. Kommando im Sektor gesichtet. Kommando erledigt. Wo ist die Scharfschütze? Ich hab doch alle getötet. Wenn er gleich schießt. Ich hab doch alle getötet. Ey! Was ist das? Norbert! Was ist das? Wieso kann ich mich hier nicht hinlegen? Das gibt's doch nicht. Mann, also das ärgert mich jetzt schon wieder. Ich hatte letztens mal mit einem Kollegen das auch gespielt. Fraktionseinsätze. Ist schon besser. Und da waren wir auch überrascht. Wie stark die gegnerische KI geworden ist. Aber ich kann mich nicht hinlegen hier. Nein! Ey, was macht noch mit hier? Sind meine Tasten falsch belegt? Gibt's doch nicht. Minigunner gesichtet. Gibt's doch nicht. An den Tasten habe ich doch nichts geändert. Oh. Nicht zu glauben. Ja gut, mal erst hier mit. Wenn da die Basis säubern, da können ja nicht mehr ganz so viele sein. Vielleicht da oben noch welche. Wie gesagt, ich bin ein bisschen verwirrt dafür, dass es heiß oder hieß. Dies, Ubi macht nichts mehr. Habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass doch am Gameplay zwischendurch was verändert wird. Dagegen. Da ist noch ein Sniper. Da kommen wir, holen wir den Freund dann noch raus. So. Hey, wo bist du? Da oben. Was ist das jetzt? Nee. Einer noch, oder? Jetzt aber, Gott, perfekt. Also Gott, ich bin immer überrascht. Dafür, dass das nur so ein kleiner Fraktionseinsatz ist und ich eigentlich oder wir eigentlich nicht viel dafür kriegen, dass hier doch sehr viel los ist und man doch sehr hart kämpfen muss. Also sonst ist hier ja ganz oft der Einsatz, dann steht hier neben diesem grünen Container ein bisschen eingekeilt ein Fahrzeug, was man sucht nach Aufklärungsdaten. Ah ja, Daten ist auch perfekt. Was man entführen muss, dann ist es auch relativ schwer. Die Drohne ist raus. Oh, perfekt. Hat wahrscheinlich den Vorteil, dass ich nicht noch ein anderes Lager rein muss. Muss mal gucken. Na komm. Hier wird sonst nichts Interessantes mehr sein.
war ich beim letzten Match, das ist schon ein paar Tage her, mit meinem Kollegen, ganz überrascht war, dass der Loot auch zwischendurch wieder stark geworden ist. So. Was kann ich denn mit einem Abwasch erledigen? Also das machen wir aus hier. Das ist der nahe Weise Sammel, wo ich nicht so viel reisen muss. Aber das da aus. Das. Ist der denn irgendwo? Ja, hier oben ist das Biwak. Brauche ich eh ein Heli, dann kann ich auch das. Hallo? Kann ich. Jetzt kann ich auch mit Schnellreise meinen Helikopter holen. Wobei das nicht so weit sein wird, hier zu laufen. Na wohl. Ich kann hier gerne laufen, die 800 Meter. Ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich wieder sein. Ja, gefangene Person. Im Bunker Edge Haus. Das ist ja bekannt. Ja, dann Drohnen. Camp Diesel, Drohnenprototyp gab es auch schon. Beziehungsweise gibt es ja auch dann öfters gefangene Personen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier in das große Wolf-Lager. Das macht manchmal relativ viel Spaß, da zu spielen. Hallo. Moment! Oh, war jetzt nicht zum Verhören. Ich habe gedacht, da könnte man noch was verhören. 1,6 500 Meter. Ah, das ist der Klassiker. Da oben der Bunker. Und hier unten, der ist ja im Prinzip auch ein Bunker, das Wolf-Lager. Alles unter Kontrolle. Das ist hier in Mount Hudson auf der Klassiker. Das wechselt dann immer ab vom Drohnen-Prototyp vernichten über Wippbergen oder gefangene Person. Und dann gibt es auch ganz oft hier oben in Edgehood South Bunker. Dann, dass man einen. Hola. Dass man dann ganz oft einen Sentinel Commander entführen muss. Da bin ich mal erstaunt. Die laufen nach vorne und kriegen es aber trotzdem mit, dass er erschossen oder dass ein Kamerad erschossen worden ist. Die Gefahr ist. Die Gefahr ist immer so ein bisschen hier gegeben, aber ich glaube, in Fraktionszeit passiert das nicht. Oder nicht so häufig. Wolf im Zielgebiet markiert. Ich gar nicht auf, dass das große Wolf-Lager da unten. Achtung, da schleicht ein Wolf her. Was? Muss ich noch hintern schießen, Gott. Dass hier das große Wolf-Lager getriggert wird. Aber die sind eh, oder ich sag mal 90% sind hier unter Tage. Die einzigen, die bisschen nervig sind hier die versteckten Sniper. Das ist ja die Mission oder der Bunker, den man spielen musste, als man die gefangenen Personen oder diese vielen gefangenen Personen für Jay Skell befreien musste. So. Jetzt hätten wir jetzt noch einen Sniper, aber eigentlich stört er nicht. Ja, der sitzt da unten. Einer sitzt unten, da ist ja so eine geheime Röhre, wo man durchs Wasser rein kann. Gute
Suspicious. Besser mal nachsehen. Wie willst du denn nachsehen? Du bist doch da unten drin, Kollege. Hä, ja, Leiche? Wie könnt ihr deine Leiche gefunden haben? Ich verstehe jetzt nicht. Außer die Flugdrohne hat das gefunden. So, hier unten ist ja, wie gesagt, dieser geheime Eingang. Den musste man ja damals rein, um Leichenteile und... Hä? Wie spawnst du denn hier rum? Hallo? Ich beschaff dir ein Scan. Das war's mit dem Versteckspiel. Na komm. Vorsicht, Scharfschütze voraus. Musste man hier rein oder hat man festgestellt, dass man gar nicht weiterkommt? Weil hier alles zu ist und ich vermute, jetzt hier für den Fraktionsansatz komme ich ja auch nicht weiter. Und muss dann außen rum. Wichtig ist, dass der Funker... Oder komme ich doch rein? Wichtig ist, dass der Funker keine Party macht. Ne, hier ist wieder zu, ja. Ah, doch nicht. Und doch. Und doch, jetzt hoch. Ist ja so einer der stillen Eingänge hier. Ich habe einen Wolf identifiziert. Wenn man nicht unbedingt durch den Haupteingang möchte. Und seinerzeit bei dieser Mission, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, war hier unten auch noch Wasser drin. Wahrscheinlich jetzt Schluss, oder? Ja, komme ich nicht weiter. Nee. Nee. Oh, nee, komme ich nicht rüber. Ist Schluss, schade, oder? Er sagt doch klettern. Hier ist ein Brecher. Nee. Ist, er reibt sich normal jetzt die Hände. Ist hier kalt? Nee, schade. Schade. Komme ich da irgendwie rüber? Da komme ich rüber. Ah, aber da hinten werde ich nicht hochkommen, oder? Komme ich hier hoch? Doch. Hätte ich nicht gedacht. Geht also doch hier rein, der geheime Eingang. Cool. Einen Wolf in Sicht. Setze die Nachtsichtbrille auf. Phänomenal. Ich habe einen Wolf identifiziert. Unter mir ist einer. Schuss. Nix Scheiße, doch. Was sagt man nicht, Rudi? Ist ein Wolf. Ich verschaff dir einen Überblick. Wenigstens geht er nicht blind ein. Unter mir ist einer. Die sind deutlich in der Überzahl. Tschüss. Richtig gut. Wichtig ist, dass der Funker nicht mitbricht. Ja. Erweitert doch mal die Suche, Jungs. Ach, das ihr wollt. Ach, ich hole mir mal den Loot. Oh, über mir? Guck, was da drin ist, Schönes. Ein paar Handschuhe in 250, Gott. Aber alles Gold mittlerweile, der Loot, was da kommt. Sauberer Schuss, bloß. Und das verstehe ich jetzt nicht. Hier sind nur Wolves drin. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen Eindruck. Die merken. Ja, hier ist was. Rudi. Aber ich Trottel hätte gar nicht hier reingemusst, denn der Drohnenprototyp, den ich vernichten muss, der steht diesmal ausnahmsweise draußen. Ich gehe auf Nachtsicht. Das heißt, ich muss ja sowieso wieder hier raus durch den Haupteingang, egal. Aber der Funker hat noch nichts gemerkt. Rücke zum Angriff vor! Da kommst du zu mir, Brody. Mist, du weißt Bescheid. Tschüss. Volltreffer, Baby. Ich verschaffe mir einen Überblick. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Weiter, Bedrohung lokalisieren. Ja, dann lokalisier doch mal. Gut aufpassen, da sind eine Menge Feinde auf dem Scan. Kommst du da oben durch? Ja, jetzt macht der Funker Party. Warte, egal. Jetzt mal hier hoch. Tschüss.
Ja, die Verstärkung. Hätte ich jetzt nicht so. Hätte ich jetzt nicht so reingepusht. Dann wäre auch keine Verstärkung gekommen. Hätte der Vogel halt nichts gepeilt, würde ich sagen. Meine Bude erstmal dunkel hier. Wer ist denn hier? Ach. Normalerweise muss man hier mal einen befreien. Aber diesmal muss ich ja die Drohne. Ich höre sie ja schon dödeln. Wenn nicht. Landdrohne gesichtet. Ja, genau die muss ich ja kaputt schießen. So. Nicht schlecht, Boss. Hat sich ja für euch voll gelohnt, Jungs. Ja, die Drohne ist. Ja, ich hätte den Haupteingang nehmen müssen. Die Drohne ist vor mir. Ich wollte ja nur aus Spaß mal rein. Wir gucken, ob das überhaupt noch geht. Die anderen sitzen über mir, mal gucken, ob ich die wegkriege. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Vorsicht, Mörserbeschuss! So, jetzt kommt die kaputte Drohne. Wollen wir den Loot hier noch? Wobei man mit dem Loot ja leider nichts anfangen kann. Scharfschütze feuert! Also nicht wirklich. Ordentlicher Sniper ist tot. Sehr gut, Wolf ist tot. Und den letzten Sniper da oben noch warm. Hä? Backt der da fest? Jo, der hängt da irgendwie im Felsen fest, der Kollege, oder? Wie sieht das aus? Macht gar nichts. Ja. Der ist. Der war da fest, irgendwie festgesteckt drin. Der da? Verdammt, der hat gesessen. So, wollen wir den blauen noch da unten, dann kann ich auch zu schön vorne mit dem Wagen schnell zum Bunker noch hochfahren. Ja. Dann müssen wir die Person befreien. Ich könnte mir vorstellen. Nee, nur gefangene Person. Steht jetzt nichts von Sentinel-Chef. Ganz oft muss man da einen Sentinel-Roman da finden. Ja, die da unten, die können mich jetzt mal an der Hose schnüffeln. Unten ist eh kein Loot drin. Ist also nicht sinnvoll, da unten mal reinzugehen. So, bei dem Bunker hier unten ist es so, ja, wollte gerade sagen, der ist da unten bewacht. Schick. Meistens steht noch einer auf der Treppe nach oben. Also dafür, dass das hier auch in Hauptmission so ein relativ wichtiger, da drüben, ich sag mal, Knotenpunkt für Sentinel ist, ist hier immer relativ wenig los. So. Ich bin gespannt, wer die gefangene Person ist, ob das ein Zivilist ist oder vielleicht doch ein Sentinel Commander. Es gibt ja auch Sentinel Commander, zumindest gab es ja auch mal solche Missionen. Nebenmissionen, die dann übergelaufen sind. Die dann keine Lust mehr haben auf die Schweinereien, die Sentinel so an der Zivilbevölkerung exerziert hat. Irgendwelche Hinrichtungen etc. Dann sind die hier übergelaufen.
Da meine ich, gab es ja auch mal eine Mission. Ist nicht. Ist die Hölle. Keine Bewegung. Woher kam gerade ein Geräusch? Ja, Geräusch bin ich. Kann nicht schaden, sich das anzusehen. Dann kommen wir noch ein bisschen gucken. Okay. Oh. Gesellschaft? Feindgesichtet. Ah, hier ist absolut nichts. Hier ist auch nichts. Ich weite die Suche aus. So, machen wir ein bisschen Stealth hier. Okay. Ja, dich hole ich gleich. Also, eher selten, dass man hier oben einen Gefangenen holen muss. So, der andere chillt wahrscheinlich hier oben. Dann such du mal dein Suchgebiet. Nee, ist doch keiner. Wo denn? Warum soll denn einer sein, mein Freund? Und das fände ich auch mal cool, wenn. Wir werden ihr blaues Wunder erleben. Wenn meine KI auch mal entdeckt werden könnte. Es ist ja so, meine KI kann ja mehr oder weniger durch die Gegner durchlaufen und nichts passiert. Ist ja ganz selten, dass in Mission meine KI mich verrät. Das sind meistens immer so Missionen, wo man Stealth machen muss. Wo dann auch mal. Oder wenn die KI dann plötzlich anfängt, Granaten oder so zu werfen, automatisiert. Dann werden sie entdeckt. Ansonsten kann meine KI ja durch die Gegner durchlaufen, ohne was passiert. Aber gut, das wird, wie gesagt, wird ja nicht mehr geändert werden im Breakpoint. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal einen Nachfolger. Breakpoint. Nein. Ghost Recon Nachfolger. So ist es jetzt. Kein Breakpoint. So, da unten steht ein Auto und ich vermute, ich muss den Kerl hinter den großen, hinter den, ja, kleinen... Die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. ...kleinen See bringen müssen. Ein Selbstversorger ist das, den ich retten muss. Gut. Gut, dass ich ihn nicht tragen muss, weil... Sonst kann ich ja immer nur mit... Aber hier könnte ich runtergehen. Aber wenn ich jemanden über der Schulter habe, kann ich ja nur, ich sag mal, flache Pfade laufen. Kommt der Kollege mit? Jo. Kann ich ja nur flache Pfade laufen und nichts großartig Steiniges. Klar, hier könnte ich runter, natürlich nicht rutschen. Würde ich jetzt langsam mit ihm über der Schulter laufen. Das ist ja ganz oft, wenn man den Sentinel Commander... Ja, man muss ja K.O. schlagen, sonst hat er ja keine Lust, einem unauffällig zu folgen. Und dann kann man nur die Treppen gehen und nicht durchs Gelände. Das ist manchmal ein bisschen nervig, vor allem wenn man angegriffen wird. So. Ich gehe davon. Habe ich schon angezeigt, Gott. Dahinter. Ja, hinter dem See. Da werden jetzt noch ein paar Sentinel-Einheiten dahinter sein, aber die dürften eigentlich wieder nichts mitkriegen. Da sieht man das schon so. Das ist ja hier die... Hoppla. Die Stelle bzw. die Hütte, die man auch seinerzeit in einer Ember Sky Mission besuchen musste. Ansonsten kommt man hier wahrscheinlich eher selten hin. So, einmal durchlaufen. Den grünen Punkt. So, mitkommen. Folgen Sie unauffällig. Auch was Schönes für mich. So, ne. So. Und mal gucken, wie weit die nächsten sind. Wieder löschen. Der andere ist dahinter. Drei Stück. Wo ist der dritte? Ach, da unten, Gott. Ah. Boah, ich glaube, das ist wurscht. Das ist nicht von Bronner Highlands. Wer ist denn das? 500 Meter. Ja, dann war einfach nicht 500 Meter. Ja, die laufe ich zu Fuß. Spurlos. Ja, Katastrophenschutzkontrollzentrum ist relativ gut bewacht. Aber oft ist da auch nichts los. Da bin ich aber ganz erstaunt. Wir sind so halb im Berg drin.
ist mein Ding versteckt wieder im Schnee in Weiß. Macht hier noch wieder mal Sinn, das zu plündern. Habe ich ein paar Sensorgranaten. Ich habe den Feind entdeckt. Da. Das ist ja bei dem Sniper die Sonderfähigkeit. Phänomenal. Jeder hat ja so seine Sonderfähigkeiten. Jeder Charakter kann. Oder jeder Charakter mit seiner Fähigkeit. Schwergewicht. Oder Fertigkeit. Kann diese kleinen Verstecke plündern. Der Ingenieur zum Beispiel, der hat so einen Blick dafür, der sieht die im Voraus. Feind identifiziert, da drüben. Alle anderen müssen dahin laufen. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Richtig gut. Ja. Warum ist das? Der Klassiker hier. Oh, geht gar nicht hoch hier. Ja, den schaffe ich nicht. Nicht aus dem Winkel, den auch nicht. Ich meine, der Scan hier von. Wie heißt sie denn hier? Fury. Also im Prinzip, das bin ja ich sozusagen doppelt. Ich spiele ja Nomad, aber mit Fury's Gesicht. Weil ich in den anderen. Oh oh. In den. Hallo. Ach, mein Freund der Minigun ist wieder am Start. Wir müssen wissen, was uns erwartet. Scheiße, ja. Kampfdrohne unterwegs. Was soll ich denn sagen? Mehr Feuerkraft ist immer gut. Ich helfe dir. Wie gesagt, ich spiele jetzt seit längerem hier. Meine Frau. Fuck, getroffen. Weiblichen Charakter, obwohl man ja eigentlich bei Ghost Recon den Nomad spielen muss. Das ist ja der männliche, klassische Charakter. Mit kanadischem Holzfällerbart. Und ich könnte auch noch Fixed Edge spielen. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nur mal hier für die Frau, für Furies Gesicht entschieden. Das wurde ja zwischendurch einmal leicht geändert. Yuri hat ja zwischendurch so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich hätte mal gesagt, so afroamerikanische Züge. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dem einen oder anderen nicht so gefallen hat. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Und dass man das dann geändert hat. In das Gesicht, was ich jetzt. Das Gesicht, was ich jetzt spiele. So. Mal kurz gucken, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch gesagt habe. Mein Tropfer. Ja. Das bin ja quasi ich, nur mit einem asiatischen Gesicht. Oder asiatisch, ja. Amerikanischen Gesicht. Das ist ja so eher Fixed. Gut, sieht aus wie Fixed, hat aber den Nomad Bart. Und Vicini sah schon ja quasi immer so aus. Jetzt gucken wir hier. Moment. Was wollte ich denn? Blödmann. Ja, da wollte ich hin. Hab ich den falschen ausgewählt? Jetzt. Ne, aktiv, den will ich noch einmal kurz gucken hier mit dem Gesicht. Geschlecht, weiblich. Gary. Da gibt's noch. Ne. Das andere alte Fury-Gesicht, wo sich, ich vermute mal, Leute beschwert haben, gibt's nicht mehr. Aber in meinen ganz alten Videos habe ich das noch gespielt. Und wahrscheinlich müssen wir da vorne jetzt gleich verteidigen. Gehe ich mal stark davon aus, dass es nicht damit getan ist, obwohl es relativ stark bewacht war,
Haben den Heli eigentlich hier? Jo, kann ich mit dem Heli weiterfliegen. Müssen wahrscheinlich verteidigen und dann pushen die hier mit Minigunnern rum, jo. Minigun-Fahrzeugen rum, komm. Aber vielleicht ist es auch wieder so, das ist ja hier am Berg. Das ist mittlerweile auch ganz oft so. Oder war oft so, dass die Autos Unfälle bauen. Die Minigun rein. Ich gehe davon aus, dass kein Heli kommt. Sondern das nächste Auto, das muss ich noch warten. Oder die bauen dann wieder Unfälle. Das gibt es ja auch öfters. Kommt jetzt von einer anderen Richtung mal ausnahmsweise? Nee. Gucken, ob die einen Unfall bauen. Ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, dass die Autos Unfälle bauen und dann nicht kommen. Kommt jetzt mal aus, was wir... Und doch, die kommen von hier. Ja, und jetzt habe ich gleich die Astral über mir. Gott. Alles sauber hier. Hat sich wohl für die Jungs erledigt. Und die nächsten bleiben jetzt wahrscheinlich drin stecken. Ich höre aber trotzdem eine S-Rail. Kommt das nächste Auto noch? 21 Sekunden, hoppla. Wird wahrscheinlich nichts mehr passieren, großartig. Ja, wobei der Brand ist gleich aus. Fahren tatsächlich da rein. Und das habe ich manchmal auch nicht ganz verstanden. Die Jungs da unten haben jetzt, oder die zwei Trupps da unten, haben jetzt die kleine Schießerei mitgekriegt. Aber dass hier oben mehrfach Autos explodiert sind, das hat keiner gemerkt. Ne, ab. Komm, ab in den Heli. Ich höre eine S-Rail. Oder? Ja, ja. Zivilist. Ja, ich weiß, ich darf nicht hier sein, das darf ich alle nicht machen. Ich weiß, ich weiß. Gut, muss die Leute auch verstehen, die wissen ja gar nicht, was ich hier mache. Für die sind Soldaten gleich Soldaten wahrscheinlich. Ich darf ja offiziell auch gar nicht hier sein, ich bin ja ein Ghost. So. Na, ich passe. Ach ja. Da wollte ich hin. So, machen wir als nächstes. Wie weit ist das hier? Oh, 900 Meter eben. Ja, Notuntergrund. Und andere zwei, nein, meist Notuntergrund. Kommt es auch mal relativ stark bewacht. Bin ich auch immer erstaunt. So, und das verstehe ich auch jetzt nicht. Das kriegen sie jetzt nicht mit. Ist der Laster? Jo. Selten, dass er da parkt, muss ich sagen.
Alarmbereitschaft. Die 10-Person ist auf der Flucht. Wird aber nicht den Laster können, die 10-Person, oder? Hä? Was macht ihr da unten, Jungs? Wen ballert ihr denn? Ey. So ein grünes Mannequin. Also irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ob man das hier, ob man das auch im Hintergrund hört, ich habe irgendwie so ein Brummen von der S-Welle im Ohr. Ganz merkwürdig. Ich dachte, das war den Drohnentypen, hätte ich gerade erledigt, aber gut. Kann ich ja. Fall wir unser Geld. Ach, das ist noch ein Druck. Aber noch ein Drohnen, Heini Gott. Wir fressen ja keine Scheiße, nicht so böse Wörter, du. Mal vorn. Ja, den Heli muss ich jetzt wahrscheinlich noch runterdödeln. Kann ich mir seine Wagen wahrscheinlich schnappen. Und hinten rum rausfahren. So, den. Ja, den, wie heißt das hier, den Boden. Den, cool eingeparkt, das Ding. Aber ich könnte jetzt keine grüne Männchen da noch freilassen, hätte ich einen Soldaten mehr, der mir hilft, aber egal. Ich komme auch so raus. Hier gleich wieder links im Berg hoch und dann glaube ich noch mal rechts. Das ist glaube ich auch fast die gleiche Stelle, wo man den abliefern muss, den Laster. Ja, ich glaube hier im Berg links hoch ist schlecht. In die offizielle Straße und dann noch mal links. Achso, nochmal rechts runter. Ach, dann ist diesmal der andere Standort dort. Wenn ich nämlich in diesem kleinen Trampelpfad fahren. Den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den nächsten Trampelpfad. Ja. Den da wollte ich eigentlich. Hier, dann Laster mit Essen drin. Oh. Gibt's irgendwas Interessantes? Heli kommt, keiner mich angreift. So. Ach, so, ach, das andere ist gleich um die Ecke. Na, ich mache erstmal hier die Region fertig. Ja. Oh. Wird wäre das dann zu laufen? Drohnenstation. Komm, ja, nochmal schnell rasieren ins Biwak. Wie weit das ist, Fahrzeug finden. Das wird vermutet, das wird ein. Noch ein zweites grünes? Nee. Das wird wahrscheinlich ein Heli sein. Muss ich jetzt wahrscheinlich mich ansneaken.
Oder es ist ein LKW, den ich zerstören muss. Ich habe ja jetzt sonst keine Informationen außer Fahrzeug finden. Aber wenn es ein Heli ist, dann sollte man als erstes den Boten töten. Also in dem Fall ist der Boot ja der Lufttransport, der Boot. Also als erstes den Boten töten, damit er mit dem Ding nicht abhaut. Und dann die Minigunner. Und dann muss man öfters mal aufpassen, dass hier die eine KI nicht wild wird. Das hatte ich mir auch schon. Und dann haben die nämlich angefangen, Granaten auf den Heli zu spammen. Ach, ich wollte gerade sagen, hier ist eine Behemoth-Station, eine Relay-Station. Dann ist hier ein Heli im Wald, das ist ja ungewöhnlich. Oder vorne ist Lichtung. Bulls schleichen hier auf jeden Fall rum. Mit fahrbaren Drohnen. So. Jetzt muss der Heli irgendwo stehen. Da unten ist er, glaube ich, oder? Oh. Gucken, wo der Pilot sitzt. Meiner Seite auf jeden Fall nichts. Kein Pilot, aber das ist auf jeden Fall der Minigunner. Bin unterwegs, Boss. Gut, wir haben ja. Da ist eine Landdrohne. Kann ich was sehen, wenn nicht. Bin schussbereit. Wurfgesichtet. Schwergewicht erfasst. Ein Pilot diesmal? Gut geschossen, Boss. Komisch. Komm. Wieso kann ich nicht. Wieso kann ich mich jetzt hier nicht hinlegen jetzt? Ich wollte gerade sagen. Bei dem Heli ist wieder ein bisschen das Problem wie bei diesem, ja, nenn's mal Apache-Verschnitt. Den muss ich gleich, vermute mal, wieder irgendwo, ja, ins Gebirge bringen. Und sehr umwelt, 1,3 Kilometer. Aber ich meine hier, der Bereich ist nicht mit Sam-Station ausgestattet. Das Gefährliche kann gleich sein, wenn ich dahin lande, muss ich das Ding punktgenau absetzen. Ich darf mit den roten Blättern auf keinen Fall die Bäume berühren. Dann ist das Ding kaputt. Das ist also schon passiert. Im Landeanflug. Hatte ich ein bisschen zu wenig Abstand zu den Bäumen. Ich habe also weder das Haus. Boah, es wird aber eng hier. Noch die Bäume berühren. Nein, 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 genau das meine ich. Genau das meine ich. Aber ganz ehrlich, wie soll man den hier einmal? Toll. Kann ich den. Und jetzt komme ich hier am Fahrzeug nicht raus? Hier ist doch irgendwas. Jetzt. Ja, supi. Ach ja, Einsatz fehlgeschlagen. Komm. Komm, fehlgeschlagen. Na komm, wiederholen. Wenn ich wieder 1,3 Kilometer laufen, das ist doof. Aber das passiert ja bei dem Spiel, dass man auch mal im PvE verkackt. Es lohnt sich auch nicht dahin zu spawnen. Es ist egal, ob ich gerade hier runterlaufe oder von da wahrscheinlich. Ist gerade wurscht.
Alle, hier gibt es ja so ein kleines, wie gesagt, Golfauto, Golfcar. Ab vom Rhein nach Garn. Ich habe das auch schon gehabt. Da musstest du was dreimal spielen. Dann war der zweite Lana-Anflug besser. War der Landeanflug besser, aber ich habe beim Fliegen dann eine Patrouille getriggert, die dann angefangen hat, auf den Heli zu ballern. Und dann war der Heli auch kaputt. Also ganz komisch, der Apache geht sehr schnell kaputt. Fährt sich ja ganz seltsam hier den Berg runter. Da bleibt es halt einmal ja, feindgesichtet. So. Also wie gesagt, wir loaden als erstes. Erst den Fahrer, dann beim Minigun. Und ich hatte es auch schon mal, aber ich vermute, das war schlecht programmiert oder falscher Fehler. Dann haben die Minigunner sich so komisch umgedreht und auf den Heli geschossen. Das hatte ich also auch schon. Ein Hubschrauber, gut aufpassen. Nein, das sehen wir nicht. So. Hauptsache, ich bin jetzt nicht so trottelig und flieg wieder so komisch. Das Haus ein bisschen anders anfliegen, von der anderen Seite vielleicht. Vielleicht muss ich hier so rum ganz vorsichtig rein. Also ich kann natürlich probieren, ein bisschen vorne dran zu parken und nicht genau auf den grünen Punkt. Wie gesagt, ich darf keinen Baum berühren. Und das Haus nicht. Also müsste das vielleicht gerade so funktionieren, oder? Nein! Nein, nein! Ich hab Angst, dass ich das Haus berühre, wenn ich runtergehe. Also. Äußerst eng, muss ich sagen. Wäre fast beim zweiten Mal wieder in die Hose gegangen. Also der Apache ist sehr empfindlich. Dafür ist das so ein super Kampfhubschrauber. Ist Gott. Gucken, was die nächsten Einsätze bringen. Ansonsten mache ich hier Schloss. Was Interessantes dabei ist. Truppfinden. Unlau. Ach, das geht schnell. Hacken. Rumfinden. Ach, das ist ja Laster. Zerstören? Nee. Das interessante Lager der wenigstens. Flugwerkfabrik, ja, ist ein interessantes Lager. Da ein Truppfinden ist ja ungewöhnlich. Ich vermute, da muss ich eindringen und Infos holen. Flugwähler von Whalers Bay. Ah, ist auch sicherlich nicht ohne den Einsatz. Windfarm. Wird einfach sein, Windfarm. Ja, das ist ein Drohnenlager, so, aber gut, das kann ich aber so mitnehmen. Wo ist denn was, was schnell geht? Truppfinden. PM10-Netzwerk hat. So, jetzt muss ich hier eben. Jetzt
lande ich da und hole mir ein Heli. Oder? Das sind 400 Meter. 1,6. Ja, hol ich mir ein Heli. Wobei der hier oben auf dem Berg an einer etwas doofen Stelle spawnt, der Heli. Sonst nichts. Komm, einmal den Heli bitte. Dann nehme ich den am besten mit Rockets. Denn ich muss ja Drohnenlage und Trupps erledigen. Das kann ich aus der Luft machen. Muss ich, glaube ich, gar nicht landen. Geht das schneller. So, und der Heli ist jetzt nämlich unter mir, beziehungsweise hinter unter mir. Ich muss da jetzt so halb über den Berg und dann dahinter in so einer kleinen Senke steht er, glaube ich. Habe ich das markiert versehentlich, oder? Moment. Ich habe irgendwie ein Drohnenlager markiert. Warum? Muss man. So, Eli. Hä? Moment, da. Ja, das werden da unten Aamon oder andere fahrbare Drohnen sein. Nehme ich mal stark an. Der nächste Trupp. PMC-Netzwerk. Trupp ist gerade egal. Aber da muss ich wahrscheinlich. Ah ne, der Trupp. Der wird auch irgendwo draußen sein. Da muss ich mir nirgendwo hin. Muss ich mir nirgendwie. Niemanden Infos beschaffen. So wollte ich sagen. Dahin eine Hütte. Seid ihr in der kleinen Hütte, Jungs? Oh! Ich wollte gerade noch sagen, da ist bestimmt ein Zivilist mit drin. PMC-Netzwerk hacken. Gehe ich mal davon aus, dass ich das nicht verteidigen muss. Da ist es schon, oder? Ach, ich gehe mal davon aus, dass beide die gleichen Infos haben. Alle drei haben sogar Infos, aber wenn alles die gleichen sein, nehmen wir an. Was hat das zu bedeuten? Tu mir nichts. Ich würde dir doch sagen, wenn ich mehr wüsste. Ja. Ich sehe ihn. Kommt ein Auto. Ich werde da oben den Berg holen. Das sehen wir nicht. Gut. Ja, die haben leider alle drei die gleiche Infos hätten die gehabt. So. Vermutlich muss verteidigen. Ich bin stark davon aus. Oder? Komm, geschafft? Nö! Nee. Oh, hätte ich nicht gedacht. Doch, komm. Da kann ich ja hier nochmal einen Trupp finden. Meuchelmörder. Aber da muss ich in die Flugfabrik rein. Laster finden.
Luftverwählers Bay. Drohne finden. Ja gut, komm. Dann nehme ich die drei jetzt einfach an. Gott, Event, wenn ich Glück habe, bin ich auf dem Weg dorthin. Wenn ich lande, noch Soldaten, die mir irgendwelche Infos erzählen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der Trupp nicht in der Flugfabrik ist. Der Flugwerkfabrik ist so. Ich muss hier noch Info suchen. Dann machen wir mal die alte Methode mit der Drohne. Ja, also Infos. Noch mehr Infos. Ganz viele Infos, Zivilisten. Problem ist Zivilisten. 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 Darf ich nur verhören, wenn ich nicht kämpfe. So. Dann versuche ich mal die Leute zu töten. Dann hole ich jetzt die Drohne da weg. Sichtkontakt. Meine Jungs sollen. Gut gemacht. Ja, da waren noch ein paar mehr, habe ich nicht gesehen. So, solange ich mich nicht im Kampf bin, kann ich die Zivilisten verhören. Muss ich nur. Ja. Runterspringen ist eine Leiter. Runterspringen ist doof. Muss ja nicht unbedingt sein. Ich gehe davon aus, entweder ein Zivilisten, komm, der mir alles erzählt, oder mehrere, die mir unterschiedliche Dinge erzählen. Weil es ungewöhnlich so viele Zivilisten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Zivilisten erschossen werden, ist ja doch relativ gering. Außer Sentinel kann sich mal wieder nicht beherrschen. Den Schuss hören sie. Cool. Ich habe jetzt auch nochmal Infos, kommen dann nämlich erstmal die mit. Vielleicht war es das dann ja auch schon, was ich an Infos brauche. Das wären Infos, die auf dem Tisch liegen oder am Computer. Ja, die liegen hier im Regal. Nichts. Ja, komm. Vielleicht war es das auch schon. Oder. Ist der Laster? Perfekt. Das heißt, ich muss nicht mehr in das andere große Lager rein. Ja. Oder ich muss trotzdem rein. Aber dann wird mir schon angezeigt, wo der Laster ist. Dann werden mir die anderen beiden hier. Die anderen Einsätze wahrscheinlich noch. Über die anderen Einsätze informieren. Benomit, das wisst ihr doch mittlerweile, das muss ich doch rumgesprochen haben. Ich meine, Zentral. Nein, was wollen Sie? Hallo, haben Sie keine Angst. Bitte, ich brauche Infos. Können Sie mir helfen? Das war alles. Danke für Ihre Hilfe. Scheiße. So. Haben wir Jungs ein Heli? Ne, muss wieder aufs Dach hoch. Wie doof. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Lust auf Ärger. Okay, okay. So. Hier komme ich nicht durch. Das ist bestimmt nützlich. Ja. Raketenwerfer gesichtet. Noch einer? Gut. Was ist denn? Oh, wer sind Sie? Ich bin, das wisst ihr doch. So, gehe ich das Dach wieder hoch. Es hat ja kaum einer mitgekriegt. Oder nicht niemand mitgekriegt, dass ich hier zugange bin. Das heißt, ich kann hier die Leiter wieder hoch, nehme meinen Heli und hau ab. Dann fallen wahrscheinlich die nächsten beiden großen Lager nämlich aus. Perfekt. Das heißt, hier nämlich schneller rum als gedacht. Und das ist für einen Sonntag frühen Abend ganz gut. Zumal hier aus. Oder muss ich noch in die Lager? Ah nein, gut, da muss ich nicht mehr hin.
Aber in die Fahrgestelle verrückt. Da muss ich rein, um den Laster zu holen. Ja, Gott. Das heißt, es hat mir nur das gebracht, dass ich nicht mehr danach suchen muss. Schauen wir uns erstmal den Meuchelbörder da unten am Windpark, oder? Dass sie mir keine weiteren Infos geben werden, die Jungs, oder? Dann kann ich da einfach reinrotzen. Seid ihr das da unten? Ja, passt Geld, weil das kann ich mitnehmen, warum nicht? Die Herrn Meuchelmörder auch erledigt. Ja, da fliege ich auch kurz hin. 900 Meter. Soll ich ja den Berg hochlaufen. Ja, ist die doch etwas größere Fabrik. Drohnenteile. Das muss ich vernichten. Ja, erstmal muss ich empfehlen, ganz. Ja, und diese Fabrik hat es auch so ein bisschen in sich. Da sollte man jetzt auch nicht die Verrückten reintuschen. Also was ganz oft gut funktioniert, ist Höhenstelz außenrum. Den Laster finden und dann einfach Schüssikowski. Das geht ganz gut. Nö, warum? Ich hab doch nur eine harmlose Frau. So. Also ich gehe davon aus, dass hier noch mehr Bunker geben wird. So, schöner Bauchschuss. Ich sehe einen. Da drüben. Ja, komm. Dann räume ich erstmal die Seite hier weg. Hier ist dein Geschützturm. So, dann habe ich hier erstmal Ruhe auf der Seite. Muss ja nicht im Licht laufen, dann laufe ich erstmal hier außen rum. Ich sehe einen Boten. Ja, oh, der Boot ist. Kommt drauf an, was das für eine Mission ist. Ist das ein Bote, der aktiv. Wenn er das mitkriegt, dass ich hier bin, den LKW wegfährt. Oh, ist hier das. Das Graue ist gemein. Es sah aus wie ein Bote. Das ist ein Angriff! Bewegung! Da ist der Bote, Gott. Verdammt, wir wurden entdeckt. Nichts wurde hier entdeckt. Welcher ist der hier? Oder der hier? Der Feind operiert in unserem Sektor. Feindkontakt gemeldet. Oh, komm, und ab. Tschüss. Kontakt! Feindkontakt! Oh, fahr doch! Ja. Rücke vor, hat den Feind im Visier. Ja. Ja. Ja, ich wollte sagen, ich hätte mehr vernichten müssen. Mist. Ja. Kann ich nochmal wiederholen. Ich war mir nicht ganz sicher. Nicht schlecht. Mist. Komm, wiederholen. Ich sehe einen. Schade. Ich hab gedacht,
Die merken nichts, aber die fette Drohne. Die macht viel kaputt. Problem ist, die Drohne. Ach, muss ich zuerst ausschalten, dann werde ich sie zuerst ausschalten. Dann kriegen die Jungs mit, dass sie geärgert werden. Also, ich sehe erstmal zu, dass ich die mal ein bisschen anders jetzt die Sniper loswerde. So, Raketenschütze weg. Ja, es ist schade, dass es keine Funktion gibt, außer EMP-Granatendrohnen lang. Ja, noch verdammt viel aus, die Drohne hier. Kann ich nur hoffen, dass der Bote doof ist. Und das nicht merkt, dass ihm jetzt das Auto geklaut wird. Ne, der hat nicht viel mitgekriegt. Oh, der ist hinter dem LKW. Oha. Mann am Boden, Feinde im Gebiet! Der sieht Mann am Boden? Verstehe nicht. Sonst komme ich hoffentlich raus. Genial. So, das Geschütz muss ich wahrscheinlich auch noch erledigen. Damit ich nicht wieder abgeballert werde. So, immer sind die. Oh, da oben ist noch ein Raketenschützer. Ne. Der Sniper muss weg, auf jeden Fall. Geschütz bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ah, das dürfte mich jetzt nicht tangieren. Jetzt müsste ich hier rauskommen, ohne dass was passiert. Ich werde dich schon finden. Ich muss erstmal raus und gucken, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Oh. Ziel lässt das stehen, das heißt, ich muss. Das ist aber eine Fahrerei. Das heißt, ich muss hier links abbiegen. Rechts meine ich. Das ist dann zum Beispiel in Duo oder also im Trupp immer besser zu fahren. Oder zu machen, wenn einer fährt und der andere auf die Karte gucken kann. Und das ist natürlich hier schön, eine sehr empfindliche Straße. Das ist wie gesagt schade, dass es keine neuen DLCs, Zusatzeinsätze, Nebeneinsätze, was auch immer geben wird. Aber gut, man muss auch Ubisoft verstehen, das Spiel ist von 2019. Die Geschichte ist komplett erzählt. Mit Jace Keller hat man überlebt. Musste ich hier rechts hoch? Ach du dicke Kacke. Ja. Jetzt muss ich die nächste rechts. Gott. Die nächste Ministraße rechts, also hier. Ja, die Geschichte ist komplett durcherzählt. Das Einzige, was ich, wie gesagt, auch noch spielen kann, hatte ich ja vorher schon gesagt. Sind noch ein paar Raids auf Golem Island, aber bei den Raids, das nervt mir so ein bisschen. Wenn ich das mit Randoms spiele, ist es ganz oft so, da die Raids ja nur funktionieren, wenn das Squad, also man kann ja nur zu viel spielen, das Squad von Anfang bis zum Ende komplett zusammen bleibt. Und da passiert es leider 1,7 Kilometer ganz oft. Ich irgendwo hin spawnen. Weit und breit nix. Brauche ich jetzt ein Fahrzeug? Oder. Außer die Jungs haben hier. Die müssen doch ein Heli eigentlich haben, oder? Ne, die Lagerhalle hat leider kein Heli. Ist nur eine Lagerhalle. Und da muss ich auch noch einen Berg drüber. Oh Mann, ist das doof. Ja, das wollte ich sagen. Also, mit den Raids ist es ja so.
Die muss man von Anfang bis Ende durchspielen. Dann gehe ich dahin. Komm wieder ein Heli. Sonst sind die Raids für alle, die in dem Team oder im Trupp dabei waren, weg. Dann ist alles das, was man gespielt hat, für den Hintern gewesen. Und das ist bei den Raids, gibt ja so ein paar, die ein bisschen kniffliger sind, wo man nicht nur einfach ballern muss, sondern zum Beispiel das Raid, was im großen KI-Computer stattfindet. Da sollte man einen Truppführer haben, der genau weiß, was man tun muss. Und dann per Chat die anderen anweisen. Da muss man auf der einen Seite die Angriffe des Computers abwehren und auf der anderen Seite den Computer hacken. Und dann auch gegen Giftgas kämpfen. Und um das Giftgas loszuwerden, muss man zum Beispiel lüften. Muss Ventilation anmachen. Und das geht als Einzelspieler nicht. So, und wenn dann da... Ich überlege gerade, wo ist mein Heli? Ist der hinter mir oder unter mir? Alles unter mir. Ne, hinter mir, oder? War der ja nochmal? Ey, der ist unter mir, glaube ich. Deshalb muss ich ja vorhin auch runterspringen. Oder bin ich jetzt falsch? Ne, der spawnt unter mir, der Heli, oder? Jo, da unten ist er. Also einmal Anlauf nehmen. Also wie gesagt, dann ist es sinnvoll, dass der Truppführer zum Beispiel sagt, jetzt lüften. Auf Englisch, now ventilation oder was auch immer er dann sagt. Wenn man das nämlich dann zum Beispiel im vernünftigen Rhythmus macht, dann schafft man gut gegen die KI anzukämpfen. Auch wenn man zum Beispiel bei der Chemiefabrik die große Drohne verschießen muss, also töten muss zum Schluss, muss man vorher ich sagen Rätsel, aber kleine Informationen finden. Und da muss man auch wissen, was man tut. Und da ist mir dann ganz oft so gegangen, dass wir einen Teil Informationen hatten. Dann hätten wir im Chemiewerk kämpfen können und dann hatte wahrscheinlich der dritte oder vierte keine Lust mehr, weil er seine gibt ja so Unteraufgaben in den Missionen, seine Unteraufgaben erledigt hatte. Was weiß ich, vielleicht wollte er seine Fertigkeiten hochspielen. Verschaff uns mehr Feuerkraft, Fixe. Hä? Abgang unter mir? Hä? Hallo? Hey! Ach, da ist ein Geschütz. Alter! Alter! Was ist nicht? Achtung, die haben sich Hilfe geholt. Wahnsinn. Ach, da ist noch ein Schnipper, den habe ich nicht gesehen. Ach, und ein automatisches Geschütz. Dann hat der vielleicht den Auftrag, so und so viel Wolfs. In der Chemiefabrik zu töten. Weil er den Pionier zum Beispiel hochspielen will.
gibt es eine Herausforderung. Moment. Gibt es eine Herausforderung, dass man in der Chemiefabrik so und so viele Leute töten muss? Das dann teilweise in einer gewissen Zeit. Der Minigun wieder. Sehe Schwergewicht. Ich würde es gerne ein bisschen, runterrutschen. Scheiße, der Sniper kommt gleich ab. Nee. Feind gesichtet. Hier kann ich runterkommen. Dafür, dass wir hier nur einmal diese inkompatible Drohne hacken müssen. Ist ganz schön was los. Der ist weg. Dann werfen wir die Geschütztürme aus, dann nerven die nicht mehr. Wieder in Ruhe den Loot hier abgreifen. Nehmen wir den Loot noch mit hier. Jeder Loot tut gut, ne? Hey! Das gibt's doch nicht! Das ist das, was ich meine, dass mich meine eigene KI tötet. Die Granate kam nicht vom Gegner. Die kam mir von, weiß ich, The City war das. Er sagt doch noch Granate und schmeißt die auf mich die Knallherbst. Es kann natürlich sein, dass wir den einen oben noch töten müssen. Aber ich vermute, ich muss hier nur hacken, das reicht. Wir sind wieder in Alarmbereitschaft. Sehen uns wohl nicht. Schick. So. Fertig. Ich nehme mal an, die Bude ist jetzt hier leer. Jetzt muss ich da unten hacken und dann sind die 12 Einsätze. Ja, für heute Sonntag erledigt. Nun komm, einmal hacken hier. Oder auch noch verteidigen. Guck mal. Ne, perfekt. Erledigt. So, Loot wird es hier keinen mehr großartig geben. Und wenn die Moon noch mit da oben liegt, noch Loot, nehme ich kurz mit noch. Ich meine, das waren jetzt alle 6 von diesem Gebiet hier. Komm hoch. Ja gut, zweimal habe ich verkackt. Einmal Heli, einmal LKW. Aber ansonsten hat es mal wieder Spaß gemacht. Das war's dann. Ja, danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.